Vor 6 Wochen wurde der kleine Gabriel von seinem Vater entführt. Die Mutter hofft verzweifelt auf Nachricht. Laut Statistik Austria gibt es in Österreich einen neuen Scheidungsrekord. Im Jahr 2005 wurden 19.453 Ehen geschieden. Das heißt, mittlerweile endet jede zweite Ehe vor dem Scheidungsrichter. Von diesen Scheidungen waren 15.000 Kinder unter 18 Jahren betroffen. Dazu kommt noch eine hohe Zahl an Kindern, die aus Beziehungen ohne Trauschein stammen. Ob Eltern im Guten oder im Bösen auseinandergehen, am Ende bleibt immer die Frage, wie geht man mit dem gemeinsamen Kind um? Nicht selten werden die Kinder benutzt, um den anderen Elternteil unter Druck zu setzen. Besonders dramatisch ist es, wenn ein Elternteil für sich keinen anderen Ausweg mehr sieht, als das gemeinsame Kind zu entführen. Vor wenigen Tagen hat sich eine verzweifelte Mutter an Thema gewandt. Eva Kordesch berichtet. Gabriel wird seit 6 Wochen vermisst. Der Vierjährige ist von einer Reise mit seinem Vater nicht mehr zurückgekehrt. Keva Singate hat offenbar die Trennung von Gabriels Mutter Nicole nicht verkraftet und dürfte mit seinem Sohn untergetaucht sein. Kurz vor der Abreise hat Nicole Pöchaka ihren Sohn zum letzten Mal gesehen. Es war am 9. März. Da habe ich ihn zuletzt im Stiegenhaus gesehen. Ich bin gerade von der Arbeit zurückgekommen und Keva fuhr mit ihm schon weg, also waren schon schwer bepackt. Und da habe ich ihn noch umarmt und habe ihm gesagt, dass ich ihn lieb habe und dass er brav sein soll. Ja. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Sie haben dann nochmal telefoniert mit ihm. Was hat er denn da gesagt? Also telefoniert habe ich mit ihm dann am Sonntag, am 11. war das, und da hat er nur gesagt, Papa hat einen neuen CD-Player gekauft und das ist so groß. Und mir geht es nicht so gut, weil ich habe Schnupfen und Husten. Es war nur ein sehr kurzes Gespräch. Seitdem habe ich ihn eigentlich nicht mehr gehört. Gabriels Vater Keva Singate ist in Frankreich geboren und im westafrikanischen Gambia aufgewachsen. Nach Wien ist Keva wegen der Liebe zu Nicole übersiedelt. Vor wenigen Monaten ging die Beziehung nach einigen Krisen aber endgültig in die Brüche. Wir haben uns getrennt, aber eben noch nicht räumlich. Und er hat gemeint, er fahrt nach Paris mit ihm zu so einer Familienfeier, die es aber nie gegeben hat. Und ja, wenn er zurückkommt, war geplant, dass er auszieht. Also er wollte nur zur Familie in Paris fahren. Und ich hätte auch nicht daran gedacht, dass er nicht mehr zurückkommt, weil er war eben schon 1,5 Monate mit Gabriel in Gambia und öfters in Deutschland und Frankreich mit ihm. Deswegen habe ich da überhaupt keinen Verdacht gehabt. Ich meine, wir waren fast über 7 Jahre zusammen und ich glaube, eigentlich sollte man da schon jemandem vertrauen können. Am 16. März hätte Keva mit Gabriel wieder in Wien sein sollen. Als mehrere Tage vergehen und Keva für Nicole nicht erreichbar ist, erstattet die 23-Jährige Anzeige bei der Polizei. Ihr Vater hilft ihr bei den Behördenwegen. Zuerst muss Nicole Pöchaka durch eine Bestätigung des Gerichts nachweisen, dass sie das Sorgerecht für Gabriel hat. Die Polizei gibt daraufhin eine Fahndung für den Schengen-Raum heraus. Die Interpol wird eingeschaltet. Doch die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Es gibt kaum Hinweise, wo sich Keva und Gabriel aufhalten könnten. Zurückkommen soll mit dem Kind, und das ist er nicht. Und seit damals ist definitiv, dass er so ein kleiner... Gerade in so einer Situation, wo man sich im Stich gelassen fühlt, dann, da braucht man einfach jemand, mit dem man reden kann oder den man erreichen kann oder wo man Informationen weitergeben kann und wo zumindest das Gefühl gegeben wird, dass es auch unverzüglich an weitere Institutionen weitergereicht wird. Doris Teubel-Weinreich ist Richterin und Vorsitzende der Fachgruppe Familienrecht. Ja. Sie hat schon mehrere Fälle von Kindesentziehung bearbeitet. Nicht selten passiert es, dass Elternteile ihre Kinder über Jahre hindurch nicht zu Gesicht bekommen. Wichtig ist, so schnell wie möglich zu Gericht gehen, weil da gibt es ein Kindesentführungsübereinkommen und da werden Anträge gestellt, die dann über das Bundesministerium für Justiz als zentrale Behörde laufen. Natürlich ist das Problem manchmal, dass man nicht weiß, wohin wird das Kind entführt. Also man sollte so viel wie möglich Anhaltspunkte suchen, dass man weiß, dort ist das Kind, zumindest das Land. Keva war Nicoles große Liebe. Und
Und obwohl Nicole schon mit 18 schwanger wurde, wollten beide das Kind. Nach der Trennung war Keber am Boden zerstört. Dennoch hätte Nicole nie damit gerechnet, dass ihr Ex-Freund ihr den gemeinsamen Sohn wegnehmen könnte. Auch wenn es wegen Gabriel manchmal Diskussionen gab. Streitpunkt schon, aber nicht, wenn es ums Sorgerecht geht. Also der Gabriel ist ein ziemlich aktives Kind und wir vermuten auch, dass er ADHS hat. Das ist dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und da gab es schon öfter Streit wegen seinem Verhalten und wie sich Keber ihm dann gegenüber verhält, weil er ihn nicht versteht. Aber wegen Sorgerecht und so gar nichts. Wir hatten uns schon vorher öfters unterhalten, wenn die Beziehung zu Ende ist, hat er gemeint, bleibt Gabriel bei mir, weil Gabriel braucht seine Mutter mehr als ihn. Und ja, wie wir dann die Trennung ausgemacht hatten, hat er gemeint, er zieht ins Ausland. Da habe ich zu ihm auch noch gesagt, bitte bleib in Wien, weil wenn dein Sohn dich sehen will, dann dauert das ewig, bis du ihn mal siehst und er dich sieht. Und hat er dann gemeint, nein, ich bin schuld dran und er hat das ja nicht entschieden. Keber Singertys Familie ist in Gambia, Frankreich und Deutschland verstreut. Nicole und ihr Vater haben deshalb nicht nur auf österreichischen, sondern auch auf ausländischen Kindersuchseiten im Internet den Fall bekannt gemacht. Jetzt hoffen sie auf Hinweise. Am 6. April hat sich Keber vermutlich aus Amsterdam noch einmal bei Nicole gemeldet. Irgendwann einmal habe ich dann eine E-Mail von ihm erhalten. Und da steht auch ganz klar drin, er bereut nicht, was er gemacht hat. Und er dürfte auch eifersüchtig gewesen sein auf meinen besten Freund in Deutschland. Und dass es schwer sein wird, ihn zu finden. Ja. Wie ist es Ihnen gegangen dabei, wenn man so eine E-Mail kriegt und sowas liest? Ich habe gemischte Gefühle gehabt, weil ich habe mir schon gedacht, ich habe wirklich mit allen gerechnet. Ich meine, keiner hat gewusst, wo er ist. Das ist, wenn er in den Wald fährt, den Kleinen, das tut und sich dann. Und das war eine Erleichterung, dass ich es gelesen habe. Und auf der anderen Seite natürlich ein Schock, weil es wirklich so gekommen ist, wie ich es mir dann gedacht habe. Nicole vermutet, dass Keber den gemeinsamen Sohn zu dessen Familie nach Afrika oder Frankreich gebracht hat. Von einer Bekannten erhielt sie vor wenigen Tagen einen Hinweis. Gabriel soll in Gambia bei Kebers Angehörigen gesehen worden sein. Schon einmal war er mit seinem Vater bei ihnen zu Besuch. Diesmal soll er alleine dort sein. Ich hoffe, dass es ihm gut geht, aber ich nehme mal an, dass er schon traurig sein wird und nicht verstehen wird, warum ist jetzt der Papa weg und die Mama. Das wird er sicher nicht verstehen. Und ich weiß von Erzählungen her und von Telefonaten, weiß ich auch, dass die Mutter von Keber, also Gabriels Oma, eine sehr liebe Frau ist und sicher lieber mit Gabriel umgehen wird als Keber. Das ist schon beruhigend, aber andererseits, er hat sie vielleicht dreimal gesehen in diesen 1,5 Monaten. Also ich weiß wirklich nicht, wie es ihm geht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Meine Damen und Herren, sollte irgendjemand in dieser Sache etwas beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die nächste Polizeidienststelle.